Okay, kommen wir so lange auf 55.000. Ich will jetzt nicht einfach nur abwarten. Ich glaube, ich baue noch ein kleines Wohngebiet irgendwo hin. Haben wir noch irgendwo Platz für ein kleineres Wohngebiet? Vielleicht hier hinten noch irgendwo. Ja, wir können hier vielleicht noch ein bisschen anbauen. Hier noch ein Stück. Aber hier ist auch nicht mehr so weit entfernt. Da sind sie voneinander auch nicht mehr. Machen wir hier noch ein kleines Gebiet dran. Würde ich sagen. Sind das auch Einbahnstraßen hier? Ja, ne? Genau, sind das. Das ist jetzt in die Richtung. Gut, das passt. Dann machen wir hier einfach noch ein kleines Wohngebiet dran, würde ich sagen. So. Und dann können wir die ganzen Verbindungen hier immer setzen. So. Machen wir es so. Und dann haben wir ein Wohngebiet. So, sehr schön. Enger bewohnt oder ja, hier können wir noch mal ein bisschen enger bewohntes machen. Obwohl, das sieht auch nicht... Ja, passt schon, würde ich sagen. Auf dem Gebiet passt es noch. Natürlich braucht das Ganze noch Wasser. Strom. Haben sie. Gesundheit. Ja, hier vorne. Feuer haben sie nicht. Feuerversorgung. Polizei auch nicht wirklich. Polizei. Feuer. Arzt haben sie. Schule. Da. Large Elementary. Das ist auch eine coole Idee. Die habe ich auch noch nie gebaut. Aber hier lohnt sie, glaube ich, weniger. So. Ach, jetzt habe ich sie doch gebaut. Das war gar nicht mein Ziel. So. So. Dann hier vielleicht hier noch ein Park hin, da hinten. So. Klein reicht ja auch aus. Kleiner Park. So. Was ich mal probieren wollte, war nämlich, es gibt ja diese Hightech-Hochhäuser, die man bauen kann in gewissen Gebieten. Das können wir mal hinten ausprobieren. Und, aber ich weiß nicht, ob die im europäischen Pack gehen. Deswegen, wir haben ja europäische Stadt drin. Aber wir probieren es einfach mal. Probieren geht über Studieren, ne? Einfach mal das Gebiet hier nehmen. Ja, ein bisschen hier noch wieder wegmachen. Das ist ja schon ein anderes Gebiet. Falls ihr Gebietsnamen habt, habe ich schon öfters erwähnt, in die Kommentare. Ich werde die jetzt erstmal so ein bisschen später vielleicht nochmal benennen, aber jetzt noch nicht. Richtlinien, harte Gefängnisstrafe, kostenloser Nahverkehr, Besteuerung, Stadtplanung. Förderung des Fahrradfahrens, okay. Nicht bei mir, was ist das? Altstadt. Hightech-Wohnhäuser machen wir einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ob hier überhaupt was passiert. Werden wir aber gleich sehen, denke ich. Oder bauen die dann einfach mehr Photovoltaikanlagen und so drauf. Und wie haben wir Einwohner? Ja. Müsste doch gleich mal soweit sein, denke ich. 1.200.000 haben wir auf dem Konto. Und wir brauchen viel Industriegebiet, aber das will ich ja auch gleich bauen. Nur ich brauche 55.000 Einwohner dafür eben. Die gehen runter. Warum gehen denn die Einwohner runter? Ach, wahrscheinlich, weil die gerade die ganzen Gebäude ausbauen da hinten. Ja. Schauen wir mal. Wie sieht es hier aus? Hier staut sich der Verkehr auch immer noch heftig. Ich habe eine Idee, was ich hier mache. So. Wir können ja ein paar Buslinien vielleicht hier auch reinbauen. Genau, das wäre auch mal eine Idee. Ein paar Buslinien zu den Bahnhöfen. Hier haben sie schon zum Bahnhof, hier auch. Oh, und hier ist nämlich der Stau. Hat sich jetzt nach hier verlagert. Problem ist, wir müssen später noch andere Güterbahnhöfe bauen. Sonst nutzen die das hier alle. Das ist auch das nächste, was wir jetzt tun werden, glaube ich. Wenn wir denen hier sagen, die sollen auf der anderen Seite noch einen Güterbahnhof, die haben auf der anderen Seite noch einen Güterbahnhof, sage ich mal. Vielleicht geht das dann, ja. So, zack. Nee, geht nicht, hier runter zu bauen. So, hier vielleicht schon abbauen. Nee. So, na gut, hier geht's.
So, dann machen wir das ganz einfach hier. Waren dann hier eine Autobahnabfahrt dran. Wollen wir jetzt sagen, dass die hier noch runterfahren können, dann wird es vielleicht ein bisschen viel, aber hoffentlich geht das. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Hm. Güterbahnhof. So. Hier noch ein Stück wegmachen. Weg. So. So, dann müssen wir das Ganze natürlich auch wieder eine Ausfahrt haben. So, gehen wir hier rüber. Zack. Ach, geht das jetzt ernsthaft nicht hier rüber? Ach komm, City Skylines, ernsthaft? Jetzt hier. Gut. Ach gut, müssen wir eben so fahren. So. Und dann geht das wieder hier hinten drauf. Ganz einfach. Da braucht das Ganze noch eine Wasserversorgung. Und Strom. Und ich hoffe, dass das dann geht. Der Strom hat's. Dass die vielleicht nicht alle da hinten hinfahren, sondern auch hier hinfahren. Oh, ja, und zwar ziemlich viele sogar hier hinfahren. Wo es geht noch. Das sind die normale Verkehr, der hier rausläuft. So. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass der ganze Güterverkehr hier früher rausgefahren ist und hier rausfahren will. Wenn wir jetzt hier mal gucken, wir werden hier vielleicht mal Priority Signs einstellen, dass wir die hier Vorfahrt geben. Die Vorfahrt gewähren. Dann geht das vielleicht ein bisschen besser. Weil dann staut sich da hinten der Verkehr, ne? So. Ne, da ist da hinten Stillstand. Ne, jetzt geht's. Ja, jetzt doch nicht. Jetzt geht's zum Beispiel. Jetzt können sie da durchfahren. Aber so wirklich vorankommen tun die jetzt auch nicht. Ne, das kann ich so nicht machen. Was passiert, wenn beide Vorfahrt gewähren kriegen? Dann fahren die wieder vor und die anderen müssen warten. Okay. Ne, okay, wir machen das anders. Ganz einfach. So. Zack, weg. So. Und dann gibt es hier noch eine Abzweigung hier runter durch. Hier wieder hoch. Und dann geht das so. Dann müsste das nämlich besser laufen jetzt. Mal jetzt gucken. Okay, was wollen wir jetzt machen? Wir bauen hier einfach, bauen hier Autobahn, bauen das zur Autobahn aus hier. Na, auf dem Teil geht es nämlich nicht. Hier sind Teile im Weg. Jetzt hier hinten können wir es wieder ausbauen. Ist hier auch nochmal was im Weg? Das geht. Ne, hier geht es wieder nicht. Ja gut, da müssen wir... Ich hoffe, das geht vielleicht trotzdem. Ne, das hilft, glaube ich, bringt, glaube ich, mehr durcheinander, als es hilft. So. Naja, das bringt auch mehr durcheinander, als es hilft. Aber wir können hier vielleicht raus eine Autobahn bauen. Das wäre möglich, glaube ich. Zack, zack. Zack, 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 zack. Gut, dann läuft der Verkehr schon mal besser runter. Und, da vorne auch besser wieder rauf. Wie viel sieht es mit dem Dings aus? 52.000. Vielleicht wirklich noch ein bisschen Gewerbe erst bauen. Ein bisschen Gewerbegebiet noch irgendwo hinbauen. So. Hier hinten habe ich schon so viel, ne? Aber ich verstehe auch nicht, warum ich hier Büros hingesetzt habe. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach ändern. Zack, weg, weg, weg. Dann kommt hier schweres Gewerbegebiet hin. Passt nämlich viel besser an als Büros. Die Büros sollten nämlich da hinten hin. Die bleiben, sind ja auch schon da. So. Oder wir bauen das Ganze hier vierspurig aus. Die Strecke hier. Naja, mal sehen. Hier ist nämlich auch schon wieder viel Verkehr von der Autobahn. Und der Kreisel hier läuft aber super. Hier läuft aber kaum noch Verkehr rüber. Deswegen geht das hier auch mit dem Kreisel. Weil der meiste Verkehr entweder hier schon runterläuft
Viel Verkehr will von hier ja gar nicht hier rüber, wie man sieht. Hier ist, glaube ich, auch alles mit der U-Bahn so gut abgedeckt, dass hier gar nicht so viel Verkehr nötig ist. Und hier geht es aber komischerweise auch relativ gut. Aber hier kommt vielleicht wirklich, was ist denn? Ja, Nachfrage nach Industrie, ich weiß. Das kommt sofort. Wenn die jetzt mal ein paar Einwohner hätten, dann würde das sonst auch gehen. So. So, ich will nämlich eine Autobahn hochfahren führen. Da, bitte. Vielleicht können wir denn hier auch hier schon mal ein Dings bauen, damit die Leute da nicht so von belastet werden. Lärmschutzwand. So. Hier fällt ja auch viel Verkehr raus. Viel Güterverkehr läuft jetzt ja auch mit über die Linie, aber das läuft ja alles über diese eine Linie, das geht ja alles noch. Diese Hauptlinie werde ich auch keinen Bahnhof direkt dran setzen. Das ist auch der Vorteil. Die wird immer nur, da werden die Züge immer nur fahren können. Da wird kein Bahnhof dran kommen. Ein Gebäude steht in Flammen mal wieder. Haben wir hier eine Feuerwehr? Ja, haben wir. Also passt doch alles. Und zwar das Gefängnis. Oh, haben die Bewohner oder das Gefängnis in Brand gesteckt. Aber die Feuerwehr ist ja schnell da. Wie viele Insassen haben wir eigentlich? Gefängnisbus im Einsatz 5 von 5, aber keine im Gefängnis drin. Das muss ich jetzt auch nicht verstehen, ne? Aber wahrscheinlich, weil es gerade gebrannt hat. Sind alle tot. Nee, sind alle raus. Kommen noch. Und sind, laufen jetzt erstmal alle frei rum. Ist auch schön. Mal sehen. Und einzigen Hochhäuser, die wir hier kriegen, sind diese Gewerbehochhäuser, ne? Sonst, Gigastore und diese großen. Im Wohngebiet gibt es, glaube ich, keine Hochhäuser. Und diese Industrie oder dieses hochmoderne Gebäude hat, glaube ich, auch nichts verändert. So. Und ich würde mal echt mal wissen, ob man die Stile noch ändern kann und ob man diese Wohngebäudestile einfach nicht mehr ändern kann.